Hallo, mein Name ist Coach Andy und heute möchte ich mit euch ein Aktivierungsprogramm machen für Läufer. Ein paar Kleinigkeiten sind dabei wichtig und die möchte ich euch jetzt zeigen. Also, auf geht's! Also, für das Laufen ist es wichtig, die großen Gelenke erstmal zu aktivieren, damit ihr beim Laufen eine lockere, entspannte Körperhaltung habt. Die erste Übung ist ganz einfach locker auf der Stelle laufen, um erstmal so ein bisschen hineinzukommen. Aufrechte Körperhaltung, auch das ist ganz wichtig. Die Aufwärmaktivierungsübungen laufen 30 Sekunden lang. Nach den 30 Sekunden wechseln wir zu einer anderen Übung, die natürlich läuferspezifisch ist. Versucht locker auf der Stelle zu laufen, auch hier. Schaut, dass die Knie gut locker hochgezogen werden. Ja, locker entspannt. Haltung bleibt aufrecht. Wir wechseln und zwar das rechte Knie höher als das linke Knie. Auch da eine koordinative Koordination ist wichtig. Das machen wir hier nur 15 Sekunden und dann wechseln wir das Bein, dass wir das linke nehmen. Und zwar jetzt links. Auch da schauen, dass ein flüssiger Übergang ist. Der eine oder andere wird vielleicht ein bisschen Probleme anfangs haben. Ganz egal. Macht die Aufwärmaktivierungsübungen häufiger. Und locker. Gut. Nächste Übung ist 1, 2, halten. 1, 2, halten. Und wieder wechsel. 1, 2, halten. Wieder wechsel. Halten. Und halten. 1, 2, wechsel. Aufrecht bleiben. Stabilität auf einem Bein und dann wieder rüber. Und dann langsam versuchen, etwas schneller zu werden. Auch hier die Arme immer in Läuferposition beibehalten. Das ist eine kleine Aufwärmübung. Wir werden gleich sehen, für was. Und weiter. Jetzt kommt Fersen zum Po. Auch hier bleibt aufrecht und zieht die Fersen zum Po. Jawohl. Wunderbar. Für die Kniegelenke, für die schnellen Beine und natürlich für die Haltung. Und die Reaktionskräfte am Boden. Und noch 10 Sekunden. Locker entspannt bleiben. Dann gehen wir über die nächste Übung. Aufrechte Haltung, Arme entspannt. Gut, und jetzt kommt der Hopserlauf. Hopsa. Auch da wieder Koordinationskomponente. Arme bleiben in der Läuferposition. Füße hoch. Jawohl. Und auch das ist eine Vorübung für die nächste Übung. Und zwar die nächste Übung ist Kniehebelauf. Durchaus etwas anstrengender. Und Achtung, Kniehebelauf. Schnell die Knie hoch und das Bein nach unten strecken. Auch hier versuchen aufrecht zu bleiben. Bleibt hier so ruhig es geht. Wenn ihr anfangs etwas ruhiger werdet und umher springt, das ist okay. Es kommt mit der Zeit, auch da werdet ihr besser werden. Auch für mich ist es anstrengend, ihr hört es auf meine Stimme, ach, das ist okay. Also zieht weiter, aufrechte Haltung, Knie hoch und locker. Die nächste ist die Kombination aus Ferse und Knie und zwar Knie hoch, Ferse hoch, Knie hoch, Ferse hoch. Das ist eine Bein. Knie hoch, Ferse hoch, Knie hoch, Ferse hoch. Ich sag zu der Übung, schnelles Knie, schnellere Ferse. Jawohl, hab, hab. Konzentriere dich erstmal nur auf ein Bein. Okay, und wir wechseln, andere Seite. Und auch da vergleicht, welches Bein geht leichter. Und aufrecht. Und halten. Ziehen, Knie hoch, Ferse hoch, Knie hoch, Ferse hoch. Jawohl. Gleich kombinieren wir natürlich beide Beine. Das ist auch da wieder zum Anfang etwas schwierig. Und weiter geht's. Knie hoch, Ferse hoch, Ferse hoch, Knie hoch. Und jetzt beides zusammen. Schnelle Knie, schnelle Ferse. Schnelle Knie, schnelle Ferse. Aufrechte Haltung. Arme locker entspannt. Oh. Jawohl. Auf, Attacke, Attacke. Schnelle Knie, schnelle Ferse. Und bleibt gestreckt. Bleibt gestreckt. Noch 10 Sekunden. Alles gut. Und hoch. Knie, Ferse, Knie, Fersen. Fersen, Knie.
Oh, und die letzten 3 Sekunden. Und letzte Übung ist erstmal wieder. Ganz locker, entspannt auf der Stelle laufen. Damit auch so ein bisschen Kreislauf runterkommen kann. Weil es doch anstrengend auch ist. Und durchatmen. Achtet auf die Haltung. Lasst euer Herz-Kreislauf-System ein bisschen runterkommen, bevor ihr erst dann beim Laufen wieder hochtreibt. Und locker. Gut, das sind meine 10 kleinen Aufwärmübungen vor dem Laufen. Die machen euch ja freier, beweglicher. Und ihr werdet merken, vielleicht verändert sich euer Laufen, wenn ihr diese Übung als Aufwärmen macht. Ich wünsche euch viel Spaß, Freude bei der Umsetzung, seid mit euch geduldig. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, Aloha, euer Coach Andy.